So Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute will ich euch den Amix M445 ein bisschen näher bringen. Vielleicht auch ein bisschen ans Herz legen, wer Interesse hat an einer zukünftigen Heavy-Linie. Weil auf PC ist die ja schon länger jetzt drin, die zweite Heavy-Linie der Franzosen. Und wenn wir uns da den Tech-Tree anschauen, ist ja hier der M4 und danach kommen ja die Autoloader. 50-100, 50-120, 50B. Und auf PC gibt es ja die andere Linie, die Single-Shot-Heavies, die auch wirklich Panzerung besitzen, muss man dazu sagen. Beste Beispiel dafür ist eigentlich der 8er Premium, den wir bis jetzt auf Konsole haben, den M449. Der hat auch schon ordentlich Panzerung und als 8er ist der schon selbst für 9er auf jeden Fall eine extrem harte Nuss. 10er ist dann halt die Frage, welcher 10er. Also IS-7 mit AP kann auch bouncen, aber IS-7 mit AP spielt kaum jemand, wenn er so erfolgreich spielen will. Ja, und hier der M445 ist so wegen dann der Zweigpanzer. Ist nicht schlecht meiner Meinung nach. Kann man auf jeden Fall gut spielen, ist relativ mobil, hat ein bisschen Panzerung für seine Tierstufe. Achter werden euch da locker penetrieren. Das kann ich euch jetzt schon sagen, wenn wir uns das Panzerungsmodell angucken. 100mm Turmfront, stärkster Punkt. Ist jetzt nicht die Welt für einen Siemer, aber der Tiger ist auch nicht wirklich besser. Der Tiger hat halt den kleinen Vorteil, dass er ein bisschen kompakter ist. Glaube ich jetzt, wenn ich eine richtige Erinnerung habe. Also er ist jetzt nicht so lang gezogen wie der AMX. Ihr habt da also weniger Angriffsfläche ein bisschen. Aber an sich der M4 eigentlich meiner Meinung nach am besten mit dem Tiger auch zu vergleichen. Panzerungstechnisch halt. Turmstärkster Punkt. Dann Wanne. Habt ihr 90mm, sage ich mal, Oberwanne. Wenn ihr ein bisschen euch anstellt, könnt auch mit der Seite mit 50mm ein bisschen was bouncen im Sidescrape. Ansonsten, ja, schwierig, da was abzuwehren mit dem Tank. Aber er, wie ich gesagt habe, halt, er lässt sich eher wie ein Tiger spielen. DPM ist vorhanden, die Mobilität ist relativ gut. Die Kanone ist, ja, gucken wir uns gleich erstmal an. Ihr habt 35 km/h Höchstgeschwindigkeit, das ist auf Stufe 7 okay. Die erreicht er aber relativ locker, sag ich mal. Also ist jetzt kein Problem. Nachladezeit 7,8 Sekunden. Das ist auf jeden Fall schon gut. Jetzt ist so mit meinem Equipment, wie ich den fahre, habe ich einen Reload von 6,5, glaube ich. Mein Loadout hier, der Ansetzer, Lüftung, Richtantrieb. Warum Richtantrieb? Ich hätte gerne einen Stabi dabei, aber der Panzer hat kein Stabi. Also den Richtantrieb, weil die Einzielzeit echt böse ist. Aber zudem gucken wir uns jetzt mal die Kanone an. Ihr könnt dann am Ende natürlich wählen, nehmt ihr die 105mm und geht direkt auf den 50-100 oder nehmt ihr die 90mm. Ich empfehle euch die 90mm. Weil die 105mm, 165 Pen auf der AP, 223 auf der APC, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe die Kanone nicht gespielt. 300 Alpha ist dafür natürlich echt sexy. Zielerfassung 2,9 ist, ja, sage ich nichts dazu. Genauigkeit 0,41 ist auch nicht so die Welt. Wenn wir uns dagegen jetzt mal die andere Kanone anschauen, 212 Pen auf der AP, das ist fast die Premium von der 105mm, 259 auf der APC, das ist auf jeden Fall für 8er ausreichend noch mit, 9er wird dann schon wegen schwierig frontal, 240 Alpha, 60 Alpha weniger, dafür aber auch einen schnelleren Reload. Ihr habt gesehen, mit der anderen hat man 6, noch was Schuss in der Minute. Oh Mann, ich kann mir sowas nicht lange merken. Und hier habt ihr 7,69 Schuss in der Minute. Also DBM auf jeden Fall vorhanden. Zielerfassung gleich, Genauigkeit 0,36. Also um 0,04 besser und das macht den Panzer schon wirklich spürbar, denke ich mal, dass die Kanone ihm besser tut. Ja,
Ansonsten 41 Schuss AP, 30 APCR, 3 HE, wenn man mal irgendwas Leichtes zu treffen hat oder vielleicht, weiß nicht, irgendwas tracken will, kann man mitnehmen, hat ja genug Munition mit. Kleines Rap-Kit, kleines Mate-Kit, Ration habe ich mit drin, weil ich den jetzt wegen voraus schon spielen will, die EP schon mal drauf fahren will, wenn der zweite Heavy-Strang kommt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Runden rein, Freunde. Oh, auf den Controller gekommen, mitten in der Aufnahme, sehr professionell. Sagen, los geht's. So, wir sind in der ersten Runde. Himmelsdorf, Teamzerstörung und wir sind Top-Tier, das ist relativ geil. Warum relativ? Weil der M4 halt trotzdem nicht wirklich mit Panzerung besticht. Also ich meine im Gegnerteam T29, der Tiger, Kraftpanzer, der andere M4. T25 Jagdpanzer, die ganzen Siemer ohne Probleme auf jeden Fall, können uns pennen. Deswegen sollte man ihn auch in der Top-Tier-Lobby nicht ganz wegwerfen und so spielen, als wären wir unbesiegbar. So, unser MT25 geht hier schon mal spotten, sehr aggressiv. Der M6 drückt jetzt auch einfach durch. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, weil jetzt ist noch nicht wirklich viel. Jetzt kommt unser Uni mit. Jetzt könnten wir eigentlich ein bisschen vor, weil jetzt haben wir Panzerung hier am Start. Ja, der M6 kriegt gerade schon ordentlich eingeschenkt. Jetzt müssen wir mal gleich sehen, dass wir den AT-8 auf jeden Fall rausbekommen. Ja, jetzt können wir die erste M4 setzen. Seht schon, der Reload, der ist relativ angenehm. Okay, jetzt hat uns der AT-8 gepennt. Seite vom Turm. Ja, der M4 kriegt noch einer. Ja, der AT-8 ist One-Shot. Das war's dann auch mit ihm. Weiß nicht, ob der M4 nochmal vorpieken will, wäre cool. Wird den Schaden gerne mitnehmen. Jetzt kommt der T29, direkt Munilager. Eine glatte 250. So, der Uni drückt durch. Jetzt drücken wir jetzt einfach mal hinterher. Oh, er splasht ihn einfach aus dem Leben. Eiskalter Motherfucker. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier mal fix in Angriff gegen den T29. Haben ihn hier getrackt. Halten ihn hier auch weiter in Kette. Okay, der Uni nimmt halt lieber erstmal die Arti. Kann ich verstehen. Jetzt sind wir gebounced, Oberwanne. Ist nicht so cool. Ah, jetzt kommt man wieder pennen. Versucht sich jetzt hier in Deckung zu bringen. Der E25 war jetzt gerade ein bisschen blöd. So, er versucht jetzt hier rauszukommen, das wird aber nichts, das sagen wir nee. Boilermaker noch, uiuiui. Der irgendwo hinguckt, ich weiß jetzt nicht, was sein Plan ist. Der Uni wird ihn jetzt einfach rausblaschen. Der VK, der wird gleich von hinten weggenommen, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr viel sehen. Nee, der fährt freiwillig in sein Begräbnis. Der Tiger P steht da ganz cool. Kann man hier eine schenken. Klar bei uns der Schuss. Ist jetzt alles andere als cool. Ist halt wirklich nicht so genau auf die Entfernung. Da kann schon mal ein oder der andere Schuss daneben gehen. Leider.
Der Kraftpanzer, der als One-Shot, der wird wahrscheinlich keine Gefahr mehr darstellen. 25 zwar auch, aber. Na gut, jetzt kommt der Tiger P erstmal. Hm. Ja, jetzt sind die ganzen Low-Tiers natürlich killgeil. Kraftpanzer ist raus. Wir sind jetzt hier gebounced, okay. Trotz, dass ich eigentlich APCR drin habe, weil mit AP komme ich da nicht durch, das weiß ich. So, Kette erstmal, mein Freund hier, da wird nichts draus. Ja, jetzt Unterwanne können wir auch AP wieder laden, wenn wir noch einen Schuss raus machen dürfen. Freut er sich, der Kleine hier. Und auch noch mitgenommen. War, denke ich mal, eine solide Einstiegsrunde. Ja, Meisterabzeichen, 3400 Schaden haben wir gemacht. Meisterschütze noch Großkaliber. Ich würde sagen, wir haben in dem Spiel ganz gut mitgemacht. 21 Schuss haben wir abgegeben, 17 gepennt, 3-4 geschossen, 300 abgewehrt. Ja, man sollte ihn wirklich ein wenig vorsichtig spielen. Meiner Meinung nach wie den Tiger. Da ist die Panzerung ja auch nicht wirklich so das Wahre. Deswegen immer ein wenig Sneak and Peek. Aber macht schon Spaß auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde. Weil läuft ja ganz gut, ne? Sollen wir ja nicht unterbrechen dann, wenn es einmal läuft. So, wir sind auf White Park, Standardgefecht. Top-Tier-Lobby, sehr angenehm. Dann gehen wir, denke ich mal, in die altbekannte Position. Boah, ging jetzt einiges auf erstmal. Ich hoffe, unsere Scouts holen jetzt nicht rüber. So wie die gegnerischen. So, hier können wir schon mal dem neuen Söldnerpanzer eine mitgeben. 30, der ja, fängt mit der Kette ab. Ist halt zu stark gepanzert für mich. So, du bleibst stehen, mein Freund. Okay, das ist jetzt ein wenig uncool. Oh, das da. Ich muss erstmal überlegen, wie ich das jetzt am dümmsten mache. Ja, T15A. Jetzt kommt natürlich der T71 dort. Jetzt hat den nicht getroffen, wundert mich jetzt gerade ein bisschen eigentlich. Der lässt sich hier gerade schön abformen. Mit T37 auch noch eine mit. Okay. 7 allerdings egal. Was jetzt noch nicht so cool ist. Aber er darf dafür in die Garage. Natürlich schon ein paar HP eingebüßt. Ja, T15 will sich jetzt hier mit uns duellieren wahrscheinlich.
Die wollen da hinten über die Brücke. Können wir doch ein bisschen was dagegen machen noch. Solange sie oben stehen bleiben. Ach komm schon. Ja, die 15 hat Glück. Den habe ich jetzt zu spät gerafft. Komm, einzielen. Alter. Ja, die Einzielzeit ist halt wirklich nicht so das Grüne vom gelben Ei. So, der durfte jetzt aber treffen. Jetzt zielt natürlich unten der AT-15 auf uns. Aber eigentlich gehofft, dass der Waggon im Weg steht, gerade so. Okay. Alter. Warum bouncen wir denn an dem Propeller? Jetzt haben wir natürlich da hinten noch ein paar stronge Heavies. Ja, bleib so stehen. Komm schon, Kanone, lass mich jetzt nicht im Stich. Die Kanone ist Wahnsinn. Okay, unsichtbare Wand vom Waggon, das ist gut zu wissen. So, was haben die noch? Ein Cromwell. Ich werde jetzt auf den T-150 auf jeden Fall drauf fahren. Steht. Oh, jetzt sollte mir der Scout mal hier bitte aus dem Weg gehen. An den Cromwell konnte ich gerade bouncen. Ja, war doch eine relativ solide Runde. Haben ein paar P2 unglücklich eingesteckt. War jetzt sogar die erste Gunmark. Mensch, krass. Kriegt 66%, 3-3. Stahlwand. 26 Schuss abgeben, 16 gepennt. Ja, ist jetzt nicht so geil. Aber geht schon, ist solide auf jeden Fall für den Siemer. 3-3 geschossen, 230 unterstützt, 570 haben wir abgewehrt. Ja, wie ihr seht, auf derselben Tierstufe oder wegen niedriger, da kann er mal was bouncen. Aber wenn eine höhere kommt, würde ich mich wirklich nicht drauf verlassen. Weil die Panzerung ist einfach nicht stark genug dafür. Er ist halt meiner Meinung nach eher wie ein Tiger zu spielen. DBM nutzen, dann einfach gib ihm. Die Kanone ist jetzt nicht so ganz zuverlässig wie beim Tiger, aber lässt sich spielen auf jeden Fall. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen und den Panzer ein bisschen näher gebracht. Für die irgendwann vielleicht kommenden zweiten Heavys der Franzosen. Den zweiten Heavy-Strang der Franzosen, so rum. Ist, glaube ich, eher so. Ja, lasst ein Like da. Ich würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Nächsten Video, Panzervorstellung, was auch immer. Reingehauen.